willst dein Radlager tauschen an deinem E46 an der Vorderachse, dann passt jetzt genau auf. Als erstes müssen wir natürlich logischerweise das Rad abnehmen. Abnehmen müssen wir auch, aber wir nehmen in dem Fall das Rad ab. So, als erstes nehmen wir hier die Klammer ab. Ne? Gut, in dem Fall ist die Kappe hier auch schon zerrostet. Die Kappe, dann, na gut, können wir gleich schon am Anfang machen. Das kann man jetzt, die Kappe kann man am Anfang machen oder nachher, ist egal, in welcher Reihenfolge. Ob jetzt erst die Kappe abgenommen wird oder später die Kappe abgenommen wird, ist egal. Dazu haue ich halt hier so ein bisschen genau auf die Kante, die Kanten drauf, dass sie sich so ein bisschen löst, weil die Kappe ist beim Radlager dabei, beim neuen. Dann kann man die so abhebeln, ne? Und da war sie auch schon. Bisschen rostig hier drin alles, aber das ist ja egal. Und als nächstes stecke ich mal hier so einen Schraubenzieher rein, damit, weil wir müssen jetzt hier die Bremsscheibe schon mal die Fixierungsschraube für die Bremsscheibe abschrauben. Dafür stecke ich halt hier so einen Schraubenzieher rein, weil sonst kann es sein, dass du dann halt die ganze Zeit die Bremsscheibe drehst, wenn du die Schraube lösen willst. Dafür nehmen wir einen 6er Inbus. 6er Inbus hier rein. Habt ihr gesehen? Die Scheibe will sich ja drehen, aber der Schraubenzieher verhindert das, dass die Scheibe sich dreht. Genau, die Schraube raus. Zur Seite. Oh, Schraubenzieher wieder raus. Ich lasse die Bremse quasi, ich nehme die direkt am Sattelträger ab. Dann löst du da nicht die Sattelschrauben, dann lassen wir das alles so dran. Dann können wir komplett das ganze Ding abnehmen. Ich nehme jetzt in dem Fall, also wir brauchen jetzt einen 16er, ich nehme einen gekröpften Schlüssel, den müsst ihr auf die Schraube hier raufsetzen. Ne, die sitzt hier, das ist von, die vom Träger, vom Bremssattelträger. Da gehen wir hier so rauf und dann lösen wir die. So, löst. Da ein paar Abschrauben. Andere Seite natürlich genauso, also von unten, es gibt zwei Schrauben insgesamt. Die untere sitzt hier. Hier rauf. Auch lösen. Am besten erst beide lösen und dann abschrauben. So, es ist jetzt alles lose. Den Bremssattel hier rausholen. Genau, den Sattel nicht einfach hier hängen lassen. Also nicht den Sattel an den Bremsschlauch hängen lassen einfach, sondern mit ein Stück Schnur oder ich nehme jetzt in dem Fall Kabelbinder, dass man das halt so ein bisschen fixiert. Ja, dann soll es hier so hängen. Die Bremsscheibe kommt uns schon entgegen, wunderbar. So. Guck, man kann ja schon hören, dass es defekt ist. Ihr braucht auf jeden Fall eine 46er Nuss. Die ist riesig. Genau, ihr müsst gucken, habt ihr die 46er Nuss? Weil es ist hier Zoll, 3/4 Zoll. Das ist ein bisschen größer hier alles. Auf jeden Fall müsst ihr die jetzt hier lösen. So. Da kommt er. So, die Mutter vom Radlager. Das sitzt hier alles ein bisschen strammer. Wir haben jetzt ein bisschen. Manchmal kommt alles mit raus. In dem Fall sitzt dieser Ring hier noch mit drauf. Und den müssen wir jetzt auch noch runterholen. Und dafür bauen wir hier dieses Blech erstmal ab. Dafür brauchen wir eine 10er Nuss. Ich habe jetzt eine 10er Nuss mit kleiner Knarre. Da Nummer 1 gelöst. Hier oben ist noch eine drin. Und hier unten ist Nummer 3. Müsste halt so ein bisschen leicht vorbeifriemeln, weil halt der Ring im Weg ist. Aber es geht. So, ich versuche jetzt hier den Ring hier abzuschlagen. Dann immer von oben, von unten, von links, von rechts, damit der halt
gleichmäßig sich nicht verkantet. So. Und dann machen wir es erstmal alles schön sauber. Bisschen Fett hier rauf, damit es einfacher raufflutscht. Und dann kommt erstmal das Ankerblech wieder rein. Ist ein bisschen tricky, aber das geht. Da ist wieder drauf. Ankerschrauben wieder ran. Vom Ankerblech meine ich, die Schrauben wieder ran. So, wenn das Ankerblech dran ist, könnt ihr jetzt das neue Radlager draufschieben. Auf jeden Fall habe ich das Radlager nicht mit der Hand richtig reinbekommen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und wir haben dann halt mit leichten Schlägen quasi das Radlager reingeschoben. Der Rest zieht sich über die neue Mutter an. Die neue Mutter hier einfach rauf. Die bekommt 290 Newtonmeter. Stellen den mal auf 290 ein hier. Kann sehen, dass sich der Rest jetzt hier so reinzieht. Siehst du? Der geht halt leicht rein. Das waren 290 Newtonmeter. Jetzt hast du hier so eine Aussparung und da kannst du quasi mit dem Schraubendreher oder Meißel genau das hier so ein bisschen sichern, damit sich die Mutter nicht von alleine wieder rausdreht. Also ein bisschen sichern halt. Jetzt, wenn das neue Radlager dran ist und festgeschraubt ist, kommt als nächstes wieder die Bremsscheibe erstmal ran. Doch, jetzt passt. Genau. Hier bei den Schrauben vom Bremssattelträger blende ich euch die genaue Newtonmeter-Angabe ein. Jetzt kommt das Käppchen hier wieder rauf. Genau. So, es liegt wieder plan auf. Jetzt kommt noch die Klammer hier ran. Ich mache es immer so. Hier so mit der Hand einfach paff ran. So, als nächstes das Rad hier ran. Geräusch von der Bremse, nicht vom Radlager. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Das war's mit dem Tutorial. Genau, es werden noch weitere Tutorials folgen. Peace, Leute, ich bin raus.